Die richtigen Fragen bei Bild. Herzlich willkommen. Existenzangst. In Deutschland gibt es immer mehr Leute, die sich für ihr Brot die Butter nicht mehr leisten können. Ein Paket Butter, jetzt tatsächlich so teuer, so wertvoll geworden, dass Lidl damit begonnen hat, dort extra Sicherheitsetiketten drauf zu kleben. Gegen Butterdiebstahl. Tja, und dieser Politikpromi hier, Oskar Lafontaine, der sagt, in dieser Energiekrise werden wir erheblich mehr Armut bekommen. Existenzangst, droht Deutschland der Komplettabsturz? Darüber diskutiere ich mit ihm und außerdem mit diesen Gästen hier bei uns im Bildstudio, nämlich mit Anton Hofreiter, dem grünen Bundestagsabgeordneten, mit Sigmund Gottlieb, dem langjährigen Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks und Autoren, und mit Thomas Mittelhoff, dem einzigen Spitzenmanager, Chef von Karstadt war er und Chef von Bertelsmann. Ihnen allen herzlich willkommen. Herr Lafontaine, wie arm wird in dieser Krise Deutschland werden? Herr Lafontaine, wie arm wird Deutschland werden in dieser Krise? Es ist auf jeden Fall sicher, dass Verluste eintreten werden. Natürlich kann niemand sagen, was am Ende das Ergebnis sein wird. Aber es gibt ja eine ganze Reihe von Sachverständigen, die meinen, 20% Verlust an Wohlstand seien zu befürchten. Und das wäre ja für viele Menschen eine Einbuße, die sie nicht verkraften würden. Herr Hofreiter, wir reden heute Abend über Existenzängste. Ja, Menschen, die wirklich Angst vorm Absturz haben. Haben Sie diese Menschen auch mit in diese Situation gebracht? Ich würde es mal so sagen, der Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine hat diese Menschen in die Situation gebracht. Und man kann jetzt darüber streiten, ob die Regierung schon alles getan hat, was notwendig ist, um die Folgen abzumildern. Und da würde ich sagen, nein, da gibt es noch einiges zu tun. Es ist eine Strompreisbremse angekündigt. Die am meisten Angst haben ja die Leute vor steigenden Energiekosten, die ja völlig durch die Decke gehen. Na, die zahlen die längst. Die haben nicht nur Angst, die zahlen die längst. Ja, die zahlen die zum Teil. Ich meine, es sind ja längst. Und deswegen braucht man in meinen Augen so schnell wie möglich eine Strompreisbremse. Und ich würde sagen, wir brauchen auch dringend eine Gaspreisbremse. Das sind die beiden Hauptursachen dafür, wovor die Menschen Angst haben. Es ist ja schon ein Schwung getan worden. Es gab ja schon Entlastungspaket 1, 2 und 3. Es ist für RentnerInnen was getan worden. Es ist für Studierende genau, beschlossen, was getan. Dauert noch Monate, bis das auf den Weg kommt, die Gasabschlagszahlung. Ja, aber jetzt eben schon gezahlt werden. Manche Sachen werden. Sind Gottlieb, auch schon auf dem Weg, aber wie gesagt, wir müssen noch mehr tun. Schauen wir gerade die Regierung dabei, inklusive Deutschland, beim Verfall, beim Zerfall zu? Das ist ein hartes Wort, das habe ich auch formuliert vor kurzem in diese Richtung. Ich denke, dass die aktuellen Energiepreisprobleme zusammenfallen mit einer schon länger anhaltenden, in der Tat, Zerfallsentwicklung im Land in fast allen Bereichen. Einfach, dass wir sowohl in den Eliten wie auch im Mittelstand, wie auch wir alle nicht mehr bereit sind, den Spitzenplatz einnehmen zu wollen. Wir lassen nach, wir ruhen uns auf unserem Wohlstand. Wir rutschen ab in der Tabelle. Wir rutschen ab, sind schon abgerutscht in der Tabelle und greifen jetzt natürlich auch noch in die anderen Bereiche, die noch gut funktionieren, hinein. Und das passiert schon seit einigen Jahren und das ist extrem bedenklich. Und da kommen im Grunde zwei Linien zusammen, die in einer fatalen Wirkung enden können, ohne dass man jetzt Cassandra rufen möchte. Herr Mittelhoff, ich habe gerade das Beispiel von der Butter gezeigt bei Lidl, wo neuerdings in einigen Filialen Sicherheitsetiketten draufkleben, weil man Diebstahl fürchtet. Bei ja, so einem Alltagsprodukt, so war das bis vor kurzem, Butter, das war mal deutsches Wirtschaftswunder, dass man endlich dick Butter aufs Brot streichen konnte. Was sagt das heute über unser Land aus, dass Butter im Grunde zum Luxusgut wird? Ich glaube, anknüpfend an das, was Herr Gottlieb gesagt hat, das Problem aktuell ist nicht die Butter, sondern das Problem aktuell ist, dass wir Restrukturierungsbedarf haben in Deutschland durch die Politik, durch die Wirtschaft in allen Bereichen. Und darauf, das kommt, was Herr Hofreiter angesprochen hat, Ukraine, ja, und die damit verbundenen Probleme und Energiepreissteigerung. Und dass dann das zu befürchten ist, was Herr Lafontaine eben dargelegt hat. Ein ganz massiver
Einkommensverlust, ganz massive Schieflage im Bereich der privaten Haushalte. Wie groß ist jetzt der Anteil der Regierung an dieser Krise, daran, dass so viele um ihren Wohlstand fürchten müssen? Da müssen wir die Regierung auseinanderhalten. Ich glaube, der erste Teil, die strukturellen Probleme, die gehen eindeutig auf das Konto derjenigen, die ungefähr 20 Jahre lang Verantwortung für dieses Land hatten. Ganz eindeutig, Nachholbedarf in der Digitalisierung, Energieversorgung, Totalabhängigkeit von Russland, das ist ja nicht jetzt entstanden. Das, was wir jetzt aber brauchen, ist ein Masterplan. Also, was wir jetzt nicht brauchen, ist nochmal ein Hilfspaket, nochmal ein Hilfspaket. Natürlich müssen wir den Bedürftigen helfen. Aber wir müssen doch die Directions vorgeben. Wir müssen doch sagen, in diese Richtung wird dieses Land gesteuert. Ich erinnere mal an die Rede von Bundespräsident Herzog, die Ruckrede, wo er gesagt hat, alle sind angesprochen, alle müssen Beitrag leisten. Und das ist das, was wir jetzt uns klar sein Der Ruck ist nämlich nach wie vor nicht gekommen, nach dieser Ruckrede. Und die Politik, die Politik alleine kann das nicht richten. Wir sind in einer Situation, in der jedem klar sein muss und das auch gesagt werden muss, dass jeder einen Beitrag leisten muss. Und gleichzeitig müssen die abgesichert werden, die nicht in der Lage sind, das zu überstehen. Jetzt hat Herr Mittelhoff, Herr Lafontaine, den Beitrag auch der alten Regierung, der Regierung Merkel genannt. Wie hoch ist der Beitrag an dieser Krise von dem Mann bzw. dessen Regierung hier neben mir sitzt, von Anton Hofreiter? Also wir müssen das Hauptproblem sehen. Das Hauptproblem ist die Entwicklung der Energiepreise. Und ich sehe nicht, dass die Vorgängerregierung, von der jetzt die Rede war, die Entwicklung der Energiepreise in großem Umfang beeinflusst hat. Beeinflusst wurde diese Entwicklung durch die Entscheidung, viele Sanktionspakete zu machen. Und die Reaktion der Russen auf diese Sanktionspakete mit Einschränkungen der Energielieferungen zu antworten. Das heißt also, die Kernfrage ist nicht unbedingt dies oder jenes, was jetzt entschieden wird. Die Kernfrage ist, wie kriegen wir die Energiepreise runter? Und da muss die Bundesregierung, und das ist ihr Anteil, endlich begreifen, dass ihre Entscheidung, diese ganzen Sanktionspakete mitzutragen, es war ja die Rede davon, wir wollen jetzt unabhängig vom Gas sein sofort und wir wollen, was weiß ich, vom Öl, das wollen wir auch abschaffen, dass diese Entscheidungen einfach völlig übereilt waren. Wenn man sie also schon lösen will von einem Lieferanten, dann muss man das behutsam machen, dass man nicht selber eben sich ein Bein stellt. Und jetzt sieht man, dass eben der große Standortvorteil der deutschen Industrie, das waren die niedrigen Energiepreise, durch Fehlentscheidungen der Regierung, die eben dann die russische Reaktion hervorgerufen haben, eben letztendlich also gekommen sind. Und es ist ja nicht nur die Industrie, die leidet, es ist auch die Bevölkerung, die leidet. Und die Regierung muss jetzt endlich begreifen, dass sie auf dem falschen Weg ist und muss umkehren. Wir werden den Wohlstand ohne billige Energie nicht halten können. Und billige Energie gibt es nicht aus Katar, nicht aus den USA, nicht sonst woher. Sie gibt es nur aus Russland. Wer das nicht begreift, verschließt die Augen vor der Wirklichkeit. Also Herr Hofreiter, Herr Lafontaine macht ganz klar Sie bzw. die aktuelle Ampelregierung dafür verantwortlich und sagt, Sie haben einen einfachen Ausweg. Sie brauchen halt die russische Energie. Die Sanktionspolitik ist schuld. Deswegen verlieren wir den Wohlstand hier in Deutschland. Das ist die klassische Reaktion der Putin-Freunde, der Leute, die die fünfte Kolonne Putins hier bei uns darstellen und die Demokratie an die Diktatur ausliefern wollen. Das ist typisch. Es ist nichts anderes zu erwarten. Dabei funktionieren die Sanktionen extrem gut. Russlands Überschüsse sind im August kollabiert. Die Sanktionen führen bereits dazu, dass die russische Rüstungsindustrie... Herr Lafontaine lacht darüber. Da kann er drüber lachen, aber die Zahlen sind trotzdem eindeutig. Und ja, das ist doch wirklich billig. Die Rüstungsindustrie, sie müssen sich am Gas und am Öl orientieren und an den Preisen und nicht von Putin verstehen und Ähnlichem reden. Sie müssen eine Antwort geben, die halbwegs ernst zu nehmen ist. Wie kriegen wir die Preise runter? Das ist ein Marktvorgang. Wenn man also die russischen Gasmengen und Ölmengen vom europäischen Markt wegnimmt, dann muss Europa zu überteuerten Preisen überall in der Welt einkaufen. Und Sie sind damit mitverantwortlich für diesen Anstieg der Preise. Und wenn Sie das nicht verstehen, dann sind Sie mitverantwortlich für die Verarmung der Bevölkerung. Das sind Tatsachen. Da kann man nicht mehr herumreden und nicht sagen, Putin verstehe oder ähnlichen. Das ist ein brutaler Vorwurf an Sie, Herr Hofreiter, beziehungsweise an Ihren Wirtschaftsminister, an Ihren Bundeskanzler. Mein Gott, das ist halt die Propaganda Putins, die immer wieder hier in Deutschland wiederholt wird. Verantwortlich ist natürlich Putin mit seinem Angriff auf die Ukraine ohne jeden Grund.
Also ohne also, und des Weiteren, und jetzt rede ich erstmal, Herr Lafontaine, und des Weiteren sozusagen haben wir deshalb Sanktionen erlassen, um diesen Krieg zu beenden. Und die Sanktionen wirken. Im August sozusagen hat Russland ein massives Staatsdefizit und sie bewirken auch, dass die russische Rüstungsindustrie bereits in großen Schwierigkeiten ist. Sie finden in erbeuteten russischen Panzern immer öfters Waschmaschinen und Spülmaschinenchips. Und man darf nicht vergessen, die russische Armee foltert, mordet, vergewaltigt. Und da einfach zu sagen, das ist uns egal, wir machen einfach so weiter und kaufen bei dieser Diktatur billig Energie, das ist einfach mehr als unanständig und wird uns langfristig, wenn wir es so machen würden, ökonomisch noch viel mehr kosten, weil wir nämlich viel in die anderen europäischen Länder exportieren, viel in die USA exportieren und als Verbündeter eines absteigenden diktatorischen Russlands wird man den Wohlstand ganz sicher nicht verteidigen. Sie sagen, Herrn Hofreiter, sind die Menschen hier, ist die neue Armut hier in Deutschland egal? Herr Hofreiter pfeffert zurück und sagt, Ihnen sind die Massengräber egal, Ihnen sind die Kriegsverbrechen egal. Ja, das ist nun leider eben, wie soll ich mal sagen, sachlich überhaupt nicht haltbar. Nach der Aussage von Herrn Hofreiter ist zum Beispiel Frankreich ein unmögliches Land, weil das hat ja seine Gaseinfuhren aus Russland enorm gesteigert. Ich weiß nicht, ob Herr Hofreiter das weiß. Denen ist also dann alles egal. Oder ich nehme Japan, die machen eine solche Dummheit, muss ich sagen, nicht wie die deutsche Regierung. Die sagen also dieser Industriestaat, wir verzichten nicht auf russisches Gas. Wir beuten sogar mit den Russen zusammen die Gasvorräte auf Sachalin aus. Also so dumm wie die deutsche Regierung stellt sich keine Regierung in der Welt an. Das muss man in dieser Härte sagen. Ganz kurz, das ist auch wieder russische Propaganda, was sie von sich geben, nämlich Frankreich und Japan halten sich an die Sanktionen. Es gab nämlich nie Sanktionen gegen russisches Gas. Das ist einfach die Entscheidung von Putin. Und wenn Putin morgen entscheidet, Frankreich nichts mehr zu liefern, dann kriegt Frankreich nichts mehr. Jetzt zeigt dieser auch wieder Quatsch. Jetzt zeigt dieser Streit, Herr Hofreiter. Vielleicht noch ganz kurz. Natürlich sind uns die armen Leute nicht egal. Deswegen gibt es Entlastungspakete. Und deswegen, habe ich vorher gesagt, muss auch noch mehr passieren. Und zwar in meinen Augen ein Strompreisdeckel und ein Gaspreisdeckel. Ist angekommen. Herr Gottlieb, jetzt zeigt dieser Streit ja genau das Dilemma, in dem wir gerade stecken. Wir haben diese Woche berichtet über den Rentner Dietmar aus Zwickau, der seine erste Gasabschlagszahlung bekommen hat. Und der zeigt genau das, was Herr Lafontaine gerade gesagt hat. Der hat sein Leben lang gearbeitet, der hat eine ordentliche Rente und jetzt bekommt er auf einen Schlag eine Monatsabschlagszahlung von 2.200 € und sogar noch ein bisschen mehr auf den Tisch. Der wird sich sehr schwer tun, Herrn Hofreiter noch zuzuhören und zu sagen, ja, das ist weiter richtig mit den Sanktionen, das ist weiter richtig mit den Waffenlieferungen. Ich verliere hier gerade an Wohlstand. Wie lösen wir das Dilemma auf? Ja, nicht nur an Wohlstand. Wahrscheinlich geht es bei ihm gar nicht mehr um Wohlstand, sondern es geht um die Existenz. Exakt. Um sein Existenzminimum im wahrsten Sinn des Wortes. Und der Rentner wird weiter sagen, also einen Streit, wie wir ihn eben hier erlebt haben, der hilft mir nicht weiter. Das ist wieder der klassische politische Intro-Fight. Sondern ich möchte wissen, wie ich durch den Winter komme, mit welchen Mitteln, mit welchen Maßnahmen mich diese Bundesregierung, die aus drei Parteien besteht, unterstützen wird, sodass ich nicht im kalten Wohnzimmer sitze und dass ich mein Brot mit der Butter bestreichen kann, von der Sie eben gesprochen haben. In der Tat. Und dann steht der Rentner drittens fest, dass er im Augenblick, wenn Herr Hofreiter sagt, da ist der Gaspreisdeckel in Aussicht, da ist der Strompreisdeckel in Aussicht, dann wird er sagen, ja, in Aussicht. Aber es ist noch nichts vollzogen, es ist noch nichts gemacht. Und ich habe gestern noch mit einer Reihe von Unternehmern des Mittelstandes, des kleinen Mittelstandes gesprochen. Und die sagen, ja, Ankündigung, jeden Tag eine neue. Umsetzung null. Das heißt also, dieser Rentner steht nach diesem Streit Lafontaine-Hofreiter und nach dieser bisherigen Energiedeckelungsabsicht steht vor Null-Position. Also das heißt, er wird sich überhaupt hier nicht aufgehoben fühlen. Und das aber ist das Problem. Sie, Gottlieb, und das mache ich, Herr Hofreiter. Entschuldigung, wenn ich das noch sagen darf. Das ist wirklich billig. Das mache ich dieser Regierung, zu der auch die Grünen natürlich gehören, wie Sie wissen, mache ich das zum Vorwurf. Das ist ein komplexes, riesiges Thema, das wir im Augenblick besprechen. Da möchte ich mit keinem verantwortlichen Politiker tauschen. Wir tun uns leicht, hier sozusagen die gute Option hier zu fordern. Aber ich erwarte Handwerk und ich erwarte schnelle Umsetzung und ich erwarte auch einen Tisch,
an dem ich mich mit den Leuten setze, die davon betroffen sind, mit den Unternehmern. All das ist nur bisher mit Verzögerung passiert. Und wenn Sie mit Habeck reden, dann gibt er Ihnen das inzwischen auch zu. Sie sind Unternehmer, Sie sind Manager gewesen, ganz lange Zeit, Herr Mittelhoff. Stimmt das, was Herr Gottlieb gerade sagt? Die fühlen sich gar nicht mitgenommen. Die klagen über Inkompetenz, über Fachkräftemangel innerhalb der Bundesregierung. Ich stimme Herrn Gottlieb absolut zu. Und wenn ich noch mal einen Schritt zurückgehen darf, ich möchte Herrn Lafontaine an einem Punkt widersprechen. Die Verantwortung für die Abhängigkeit, Energieabhängigkeit von Russland, ja, die ist so entschieden, so entwickelt worden. Und es war doch jedem deutlich, dass Deutschland ein Land ohne Ressourcen, ohne Energieressourcen ist. Da ist ganz viel Wahres dran. Es bringt nur heute uns allen natürlich gar nichts mehr zu sagen, wer schuld war damals. Nein, es ist schon wichtig für die Entscheidung, kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Wie richte ich dieses Land neu aus? Kurzfristig kommen wir doch relativ schnell zu der Frage, ja, Sanktionen, ja, Position beziehen im Rahmen der Ukraine-Krieges, aber auf der anderen Seite sind wir bereit, doch mit Russland zu verhandeln, um Gas- und Energieversorgung sicherzustellen, ja oder nein? Und da möchte ich mal einen deutschen Minister sehen, der einen Amtseid abgelegt hat, dass er also zum Wohle der Bevölkerung und Unwill abhält. Das ist eine ganz schwierige Entscheidungssituation. So, was wir brauchen, ist genau das, was Herr Gottlieb gesagt hat. Was meinen Sie mit der schwierigen Entscheidungssituation? Unser Commitment zu westlicher Welt und Verteidigung der Demokratie. Ja. Moralische Werte vor allen Dingen. Und auf der anderen Seite Versorgung der Bürger, der das Bundesrepublik ist eine interessante Deutschland Frage, Herr Mittelhoff. Mit Energie, die bezahlbar ist. Wir schauen uns noch mal den Amtseid des Bundeskanzlers an, wie das im Bundestag aussah, vor einem Dreivierteljahr etwa. Das ist der Eid, den der Kanzler zu sprechen hat. Und viele Deutsche sagen jetzt, Mensch, der hält sich jetzt nicht dran mit seiner Energiepolitik aktuell. Wir schauen uns nochmal an, seinen Amtseid. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden. Ich schwöre, noch einmal, tut er das, Schaden von ihm zu wenden, wenn Leute wie dieser Rentner Dietmar, den wir besucht haben in Zwickau, eine unfassbare Energierechnung hat, eine Rechnung, die höher ist, als sie möglicherweise sein müsste. Er tut es nicht, wenn er die wichtigen Entscheidungen im Ungefähren belässt. Also wenn im Ungefähren bleibt, ob Panzer geliefert werden oder nicht, und im Ungefähren bleibt, wie denn bezahlbare Energie jetzt in den Wintermonaten zur Verfügung gestellt werden soll. Und wenn dann der Bürger fast jeden Tag neue Tatar-Nachrichten bekommt, ja, dann muss man sich nicht wundern, dass das Vertrauen in die politische Führung ein bisschen angekratzt ist. Herr Hofreiter, jetzt Sie, also Herr Mittelhoff, der sagt, hier ist sogar der Amtseid sozusagen, den man geschworen hat, der wird nicht mit Leben gefüllt aktuell. Es wird alles im Ungefähren gelassen, auch die Strompreise im Ungefähren, die Gaspreise im Ungefähren. Also, ich meine, ich habe Scholz auch schon öfters kritisiert, aber irgendwann wird es halt doch albern oder billig. Man sollte auch mal die Kirche im Dorf lassen, gleich der Amtseid verletzt. Dann, was weiß ich, man muss sofort alles machen. Ja. Ich meine, die Regierung sozusagen hat innerhalb kürzester Zeit, sind wir dabei, Gasterminals zu bauen. Wir lassen die Atomkraftwerke länger laufen. Wir sind dabei. Ja. Oh. Ja. Nein, nein. Also. Ja, doch. Wie viele? Ist das neu? Ist das neu? Das wäre eine echte Meldung. Sie lassen die Atomkraftwerke länger laufen. Ja, wenn es benötigt Plural. Wird. Ja, wenn es benötigt mit der Einschränkung. Ja, klar. Sie dürfen nicht mehr Strom produzieren, als sie benötigen, sonst kriegen sie das Netz auch zum Krachen. Das hat man schon mal. Wir haben wahrscheinlich Ende des Jahres das erste Gasterminal. Das ist innerhalb weniger eines Jahres. Wir haben bereits 3 Entlastungspakete. Und ich habe schon gesagt, ja, ich bin der Meinung, und das kritisiere ich auch, dass die Regierung sich noch nicht entschieden hat, einen Strompreisdeckel und einen Gaspreisdeckel für den Durchschnittsverbrauch zu erlassen. Ja. Aber sozusagen sich diese Vielzahl von Krisen anzuschauen. Und wir haben ja noch weitere Krisen. Die Klimakrise ist dieses Jahr auch wieder völlig eskaliert. Der Rhein hatte fast kein Wasser mehr. Deswegen konnten die Schiffe nicht drauf vernünftig fahren. Und so weiter. Diese Vielzahl von Krisen. Und dann soll man alles, was in 16 Jahren versäumt worden ist, aber in 8 Monaten Nein, das hat keiner von Ihnen gefordert. Man hat nur gefordert, dass irgendwann wird es auch. Es ging um die Frage, Herr Hofreiter, weil wir alle die Abschlagszahlung halt sofort zahlen müssen.
müssen. Und ein Entlastungspaket, das, was Sie immer feiern, das ist beschlossen, aber da ist noch das Geld ist ganz, ganz weit in der Ferne. Aber das war Ihre Argumentation, Herr Hofreiter. Ich sagte ja schon, dass es schneller gehen soll. Wir waren bei der Frage, aber ich finde, man sollte die Kirche auch irgendwo im Dorf lassen. Nee, die lassen Sie nicht im Dorf. Sie übertreiben einfach. Herr Mittelhoff hat so ähnlich formuliert, die im Moment sagen, Mensch, die haben die Interessen der Menschen in der Ukraine im Blick. Aber unsere Interessen, unser Portemonnaie, das haben die im Moment viel zu wenig im Blick. Das stimmt. Auf den ersten Blick ist das eine richtige Feststellung. Auf den zweiten Blick würde ich jetzt hier ein bisschen in Richtung Hofreiter gehen und sagen, also machen wir es mal jetzt am Bundeskanzler fest. Sozusagen diesen Schaden vom Rentner abzuhalten, hat natürlich eine zweifache Dimension. Es ist einmal die sozusagen ökonomische Existenzminimum-Ebene und das andere ist sozusagen die globale. Auch der Rentner, Huber, wie immer er heißt, mag und will im Frieden leben und erwartet von der Regierung im Lande natürlich, dass sie die Voraussetzungen für eine solche friedliche Existenz schafft. Und das müssen Sie in den nächsten Wochen erklären, Herr Gottlieb. Und beides musst du auf eine Ebene bringen. Und da, sage ich, müssen Sie erklären. Da haben wir ein gewaltiges Erklärungsdefizit in der Regierung und vor allem ein gewaltiges Erklärungsdefizit beim Bundeskanzler. Herr Lafontaine, es gibt eine sehr prominente Stimme im Moment in der Politik, die auch genau das sagt. Sarah Wagenknecht, sie hat eine sehr umstrittene Rede im Bundestag gehalten und sie sagt aktuell auch das, nämlich dass die Interessen der Menschen in der Ukraine angeblich, und da bezieht sie sich auch auf die Worte der Außenministerin, ja mehr zählen würden als die Interessen vieler Deutschen. Ich nehme an, die Meinung ist Konsens im Hause. Sie sehen das völlig richtig. Ich würde mich überhaupt nicht wagen, ihr zu widersprechen, aber Scherz beiseite. Die Kernfrage ist doch die, wie können wir den Menschen in Deutschland helfen? Und das ist ja von Herrn Mittelhoff angesprochen worden. Er hat gesagt, wir müssen die Frage beantworten, ob wir mit Russland über Lieferung von Energie verhandeln. Nun kann man sagen, wie die Bundesregierung oder andere, oder die sich nicht trauen oder zu feige sind, nein, machen wir nicht, wir wollen den Putin bestrafen. Das kann man alles machen, dann sage ich, dann bleiben die Energiepreise aus Marktgründen, wenn die russischen Mengen nicht kommen, bleiben auf sehr hohem Niveau. Und damit sind diejenigen, die die russischen Mengen ablehnen, schuld für die hohen Preise. Die Menschen in Deutschland begreifen das langsam. Kürzlich hat INSA ermittelt, dass die Öffnung von Nord Stream 2 von einer Mehrheit der Menschen mittlerweile als für richtig gehalten wird, weil die Menschen ja sehen, alle Päckchen, die geschnürt werden, gehen nicht auf das eigentliche Problem. Und das eigentliche Problem ist nach wie vor, wie kriegen wir die Gaspreise runter? Wer einen besseren Weg hat als die Verhandlung mit Russland, der soll ihn nennen. Aber bisher haben wir eben nur Vorschläge gehört, die alle nicht funktionieren. Das Setzen auf Flüssiggas ist angesichts der Preislage geradezu absurd. Das heißt, Sie würden im Moment, Herr Lafontaine, habe ich Sie richtig verstanden, wenn Sie in der Rolle wären, nach Moskau reisen? Selbstverständlich würde ich eben Verhandlungen aufnehmen, denn wir werden auf Dauer, ich sage das in aller Klarheit, es geht nicht nur um Gas oder Öl, die deutsche Industrie wird auf Dauer ohne russische Rohstoffe nicht bestehen können. Wir werden das in den nächsten Monaten drastisch vor Augen geführt bekommen. Herr Hofreiter, Ihre Außenministerin lehnt das kategorisch ab, lehnt dieses Gespräch mit Herrn Lavrov ab. Herr Scholz telefoniert mit Herrn Putin, lehnt aber diese Verhandlungen ab. Das ist im Moment in der Regierung absolut Konsens. Wird Ihre Regierung zu diesem Punkt kommen, wenn die Gaspreise eben unbezahlbar sind, wenn der Druck von der Straße massiv wird? Nein, selbstverständlich werden wir dem Kriegsverbrecher nicht weiteres das Geld in den Rachen stopfen und man muss es halt wieder sagen, und es ist halt dann billig zu sagen, dass das politische Im Moment Streit kriegt ist, er mehr Geld in den Rachen gestopft nein, als vorher. Nicht. Also nicht mal reden. Sondern der Punkt ist, wenn Sie Nord Stream 2 aufmachen, wir haben drei Pipelines. Es gibt überhaupt keine Sanktionen auf Gas. Ich hielte die für sinnvoll, aber es gibt sie nicht. Und 3 mal 0 ist 0 und 4 mal 0 ist halt auch 0. Das ist simpelste Mathematik und das kann man halt auch verstehen. Aber wenn man halt ideologisch völlig verbohrt ist, dann will man es halt einfach schlichtig nicht verstehen. Und deswegen muss man halt dafür sorgen, dass wir halt die russischen Energielieferungen ersetzen müssen. Es bleibt die Frage, und da sind Sie ja auf dem Weg, der wird nur langfristig erst erfolgen oder mittelfristig erfolgen. Es bleibt die Frage nach der Gewichtung. Wenn eben hier der Wohlstand verloren geht und die Menschen fragen, warum dreht ihr nicht einfach an dem Gashähnchen? Warum löst ihr nicht zuerst mein Energieproblem, mein Kostenproblem und dann kümmert ihr euch um die Ukraine? Was antworten Sie? Erstens, weil es dazu führen würde,
dass der russische Krieg gegen die Ukraine wahrscheinlich länger dauern würde und damit die Probleme länger dauern, weil wir dann die Kriegsmaschinerie noch mal stärker mit Geld füttern würden. Zweitens, weil wir es gar nicht in der Hand haben, weil nämlich die Sanktionen gar nicht gegen russisches Erdgas erlassen worden sind. Die gibt es nämlich gar nicht. Nämlich die Bedingung von Putin ist, wir hören auf, die Ukraine zu unterstützen. Mhm. Das muss man einmal ganz klar sagen. Man kann mit Putin darüber verhandeln. Aber die Bedingung ist, wir liefern keine Waffen mehr an die Ukraine und werfen die Ukraine einem faschistoiden System zum Fraß vor. Das ist die Bedingung. Das heißt, Herr Lafontaine sagt hier, ich will für billiges Gas, dass die russische Armee in der gesamten Ukraine morden und vergewaltigen darf. Das ist sozusagen das, was er von der Regierung verlangt. Und das muss man mit der Klarheit sagen. Und ich glaube, wenn Sie die Leute fragen würden, wollen Sie wirklich für billiges Erdgas, dass in der Ukraine Kinder vergewaltigt werden? Und das hätte, wäre die Konsequenz, wenn wir keine Waffen mehr liefern, würden die Leute Nein sagen. Deswegen müssen wir trotzdem mehr tun, um die Leute zu unterstützen. Für die Übergangsphase, wo die Energiepreise so hoch sind. Das bestreite ich überhaupt nicht. Und das werfe ich unserer Regierung auch mit vor. Und uns allen, die wir da Verantwortung tragen, dass wir da nicht schnell genug sein. Denn Sie haben völlig recht. Dem Rentner hilft es sich, wenn er heute zahlen muss, wenn in 2 Monaten der Preisdeckel kommt. Darauf Herr Lafontaine. Ja, das ist eben das Gerede der Grünen seit längerem, aber sie sind ja mehr oder weniger jetzt an die Wand gelaufen. Ihre Vorwürfe würden Japan und Frankreich treffen. Das ist so absurd. Die werfen die Ukraine den Russen zum Fraß vor. Die Japaner haben mehr in der Birne als wir. Die wissen, dass ihre Industrie Energie braucht. Und das gilt eben auch für uns. Die Grünen werden es auch noch begreifen. Unsere Industrie braucht Energie und mit Gerede und mit irgendwelchen Putin-Verstehergeschwätz ist da überhaupt nichts geregelt. Ohne russische Rohstoffe und Energie können wir unseren Wohlstand nicht erarbeiten. Und deshalb muss ich Ihnen sagen, Sie werden mitverantwortlich sein für den Niedergang der deutschen Wirtschaft und die Verarmung weiter Teile der Bevölkerung. Kehren Sie um, es gibt keinen anderen Weg. Vielleicht nur ein Herr Mittelhoff. Ganz kurz, die Unwahrheit wird nicht dadurch wahrer, wenn man sie wiederholt, Herr Lafontaine. Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, es gibt gar keine Sanktionen. Das gilt auch für Sie, selbstverständlich. Das haben wir verstanden, Herr Hofreiter. Herr Mittelhoff, stimmt das? Ohne russisches Gas ist es zwangsläufig der Niedergang unseres Wohlstands, der Niedergang unserer Industrie? Ich würde zunächst mal vorschlagen, dass wir uns auf das konzentrieren, was wir aus deutscher Sicht machen können und gestalten können. Das ist die Laufzeitverlängerung der AKWs. Ja, ja? Sagt Hofreiter, also, kommt. Stattdessen reden wir über und Dings, da muss man ja auch, Herr Hofreiter, so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, auch bei der Argumentation. Also das ist erstmal eine klare Entscheidung, ja, eine klare Message, was zumindest mal Planungsgrundlagen hervorruft. Dann kann man hingehen und sagen, über welches Delta sprechen wir hier eigentlich? Wenn wir auf der einen Seite... Fehlt an Energie? Wenn wir auf der einen Seite... Richtig. Wenn wir auf der einen Seite dann einen Preisdeckel haben, dann wissen wir erstmal, so kommen wir einigermaßen, vor allen Dingen für die Einkommensschwachen über die Runden, vor allen Dingen die Industrie kann weiter planen. So, und das Nächste ist das, was Herr Lafontaine gesagt hat. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass man das eine tun und das andere nicht lassen kann. Nämlich, dass man eine moralische Position hat, aber gleichzeitig den Zwang hat und die Verpflichtung, auch wenn Sie das nicht hören wollen, Herr Hofreiter, aus einem Amtseid heraus und aus der politischen Verpflichtung heraus alles dafür zu tun, dass die Energie, die übrigens auch die Industrie braucht, da gebe ich Herrn Lafontaine recht, bekommt. Denn Experten waren ja längst von einem Blackout und das sind nicht mehr irgendwelche Spinner, sondern das sind diejenigen, die das einfach, dieses Delta, wie Herr Mittelhoff, ausrechnen. Also das Problem ist doch, wir streiten jetzt sehr stark über diesen Weg, der im Augenblick noch in keiner Weise begangen ist von der handelnden Regierung. Es sind ja nur Vorschläge da, es ist ja noch nichts in der Umsetzung. Nochmal, wenn Sie mit den Unternehmern reden, Herr Hofreiter, müssen Sie nicht mit dem Kopf schütteln, reden Sie in Ihrem Wahlkreis mit Unternehmern, das tun Sie sicher auch, dann sagen die Ihnen, wir haben im Moment noch keine Panik bezüglich dieser Energiesituation, aber wir haben mehr, und sagen Sie das so in der Sendung, haben Sie gesagt, wir haben mehr als große Sorgen, was die Energiesituation angeht. Wir haben 7000 energieintensive Unternehmen mit 1 Million Jobs in Deutschland. Ich meine, das dürfen wir nicht vergessen. Ich würde auch in Ihre Richtung argumentieren, sagen, im Augenblick fehlt mir noch die Fantasie, wegen der Energiefrage
mich mit Putin an einen Tisch zu setzen. Das kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Im Moment haben Sie noch genug Moral. Es aber im à la longue, mittelfristig auszuschließen, wäre naiv. Geldbeutel gilt Moral. Ja, politisch naiv und es wäre auch gefährlich. Deshalb ist diese Überlegung, die Herr Mittelhoff angesprochen hat, absolut natürlich auch zielgenau. Bei Ihnen dauert das länger, Herr Gottlieb, wenn ich einmal sticheln darf. Bei Ihnen dauert das länger, weil Sie eine gute Pension haben, weil es Ihnen gut geht. Bei den Menschen, die im Moment auf der Straße sind, ging das schneller, weil die bereits an der Grenze sind. Die können die Stromabschlagszahlung nicht mehr zahlen, die Gasabschlagszahlung. Ja. Bei denen killt Geldbeutel schneller. Darum möchte ich jetzt auch nicht Cassandra rufen, sondern nur perspektivisch mir vorstellen, dass es mir durchaus vorstellbar ist, dass es im Herbst durchaus zu Demonstrationen gut gemeint ja. kommt, nicht vom rechten und vom linken Rand, dass es dazu noch in einem ganz anderen Umfang kommt. Und darauf muss ich Politik vorbereiten. Und darauf Straße, wir gehen, weil das Stichwort ist, Herr Mittelhoff, wir gehen direkt dorthin. Heute zum Beispiel nach Freiberg in Sachsen, wieder eine Montagsdemonstration. Das, was wir mittlerweile seit Wochen, seit Monaten erleben. Und mit dabei unsere Bildreporterin Clara Marie Becker in Freiberg auf der Straße. Was war da heute los? Was haben die Leute gesagt? Und wer war dort auf der Straße? Genau, Kai. Heute haben auch hier in Freiberg wieder hunderte Menschen, um genau zu sein, 600 Menschen auf der Straße demonstriert bei den sogenannten Montagsdemos. Da gehen ja wirklich mittlerweile um die Tausende oder mehrere Tausende auf die Straßen hier in ganz Sachsen. Und hier in Freiberg waren heute wirklich Menschen, die von ihren persönlichen Problemen erzählt haben. Keine Rechtsextremisten, keine Linksextremisten, Menschen, die einfach Probleme haben im alltäglichen Leben und das jetzt schon spüren. Wir haben eine Familie getroffen, die gesagt hat, wir haben jetzt wieder neue Rechnungen zugeschickt bekommen. Wir wissen nicht mehr, wie wir die bezahlen sollen. Die Stromrechnung ist in die Höhe geschossen. Wir haben Menschen getroffen, die erzählt haben oder uns gefragt haben. Wir wissen inzwischen nicht mehr, wo wir hingehen sollen mit unserem Frust. Deswegen gehen wir hier auf die Straße. Wir wissen nicht mehr, wie wir unseren Unmut kundtun sollen, wie wir unsere Probleme nach außen tragen sollen. Und was wir halt ganz häufig gehört haben, immer wieder die Frage, warum kümmern sich die Politiker mehr um die Menschen in der Ukraine als um uns hier in Freiberg? Das sind die Fragen, ob man die mag oder nicht. Danke, Clara Marie Becker, für diesen interessanten Einblick heute nach Freiberg in Sachsen. Das war nur eine von ganz vielen Demonstrationen allein heute Abend. Man mag die mögen oder nicht, diese Fragen. Das sind die Fragen, die im Moment kommen. Herr Hofreiter, wie lange halten Sie Ihren Kurs durch? Bis 5 Millionen Arbeitslose, bis zum ersten längeren Blackout, bis die Autoindustrie am Boden ist. Was ist der Punkt, wo Sie nicht mehr argumentieren können? Keinen, er fehlt. Ja. Den Sanktionskurs. Und das ist natürlich halt einfach Quatsch, was Sie erzählen. Das ist kein Quatsch, Herr Hofreiter. Sie sollen es sich nicht so leicht machen. Doch, mit der Offensichtlichkeit zu sagen, nämlich es stimmt schlichtweg nicht. Wir sind dabei, Flüssiggasterminals zu bauen, innerhalb von Monaten. Ja. Das ist mit irrer Geschwindigkeit. Wir sind gerade dabei, eine ganze Reihe von alten Kohlekraftwerken wieder ins Netz zu bringen. Wir haben ein riesen Gesetzespaket zur Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Das haben wir alles gehört. Lassen Sie uns die Zeit nutzen, tatsächlich über diese Fragen zu reden. Das Problem ist, wenn sozusagen... Aber das löst doch Ihr Problem nicht. Wenn hier behauptet wird, die Regierung hat keinen Plan und dann vorgeschlagen wird, genau das zu machen, und dann ist der Plan in vielen Teilen bereits Gesetzeskraft geworden, dann stimmt es halt nicht. Und es hilft auch sozusagen nichts, es immer wieder zu wiederholen, weil nämlich vieles ist bereits Gesetzeskraft. Vieles ist bereits im Bau. Manche Kohlekraftwerke laufen schon wieder. Und von den 3 Atomkraftwerken wird im Herbst oder im Dezember entschieden, nämlich im Süden brauchen wir die unter Umständen, ob sie weiterlaufen oder nicht. Und das heißt, wir tun bereits wahnsinnig viel innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit. Und was ich schon gesagt habe, für die Leute, die gerade ihre Rechnungen kaum mehr bezahlen können, müssten wir, und das finde ich auch problematisch, nicht nur das, was alles bereits beschlossen worden ist, dass die Leute mehr Geld kriegen, dass es Pakete gibt für Rentner, Pakete für Studierende. Sie haben zum Beispiel die energieintensive Energie angesprochen. Ja. Da gibt es bereits sozusagen auch entsprechende Maßnahmen. Es reicht nicht, reden Sie mit den Unternehmen. Um der energieintensiven Industrie zu helfen. Deswegen wollen wir ja auch einen Strompreisdeckel. Und was ich, wie gesagt, selber schon gesagt habe, ja, wir bräuchten in meinen Augen schneller einen Strompreis- und Gaspreisdeckel. Das ist das, was ich selber kritisiere, was wir auf uns nehmen müssen, wo ich Werbung dafür mache, dass das so schnell wie möglich passiert. Was heißt so schnell wie möglich? Was heißt das?
Ich bin nicht ganz alleine an der Regierung. Ja. Ich bin sogar gar nicht an der Regierung, sondern ich bin Ausschussvorsitzender im Parlament, aber das nur am Rande. Ich sagte, ich mache Werbung dafür, dass es so schnell wie möglich passiert. Aber hier so zu tun, als wenn eine Regierung die ein Gesetz nach dem anderen verabschiedet, die Probleme zu... Also sie stellen ausgerechnet die Atomkraftwerke nach vorne. Die Entscheidung hat nun wirklich extrem lange gedauert. Aber wir streiten gleich weiter darüber. Einmal kurz, Herr Lafontaine, bevor wir ganz kurze Pause machen. Herr Lafontaine, diese Regierung, die Herr Hofreiter gerade noch mal lobt, weil ein, wie er sagt, Gesetz nach dem nächsten kommt, wird die überhaupt noch das nächste Jahr erleben? Der Druck in der Regierung ist massiv, der Druck von der Straße ist mittlerweile, wie wir gerade gesehen haben, massiv. Wenn Sie nicht umkehren und einsehen, dass Ihr Weg falsch ist, werden Sie große Schwierigkeiten haben in einigen Monaten. Die ganze Verzweiflung sieht man ja auch daran, dass Sie jetzt in Aserbaidschan anklopfen über die Europäische Kommission, dass die dann Gas liefern. Das Pech ist nur, dass Aserbaidschan eben auch einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt. Man sieht also, dass die Regierung sich hoffnungslos verrannt hat. Halten Sie Neuwahlen für ausgeschlossen? Ich halte sie nicht für ausgeschlossen, wenn es nicht gelingt, eben die soziale Lage in Deutschland zu verbessern. Und man muss daran erinnern, dass es erste Pflicht der deutschen Politik ist, sich um die Menschen hier zu kümmern, die jetzt in großer Not sind. Wenn das nicht gelingt, halte ich es für möglich, dass eben es immer instabiler wird in Deutschland. Neuwahlen, Herr Hofreiter, nicht mehr ausgeschlossen angesichts dieser Stimmungslage? Es ist natürlich alles Quatsch. Also wissen Sie, ich habe ja schon häufig Herrn Scholz kritisiert. Aber wenn man halt vollkommen maßlos den Teufel an die Wand malt. Nein, in der FDP gibt es genau diese Absatzbewegung. Erste Kreisverbände sagen, beispielsweise Stralsund, wir machen das nicht mehr mit. Das hat Gründe mit der Corona-Krise, aber auch Gründe, weil die Unternehmen Druck machen an der Basis. Ich habe ja, wie gesagt, schon gesagt, dass man da auch noch einiges tun muss. Wir sind ja auch da noch lange nicht am Ende. Aber wenn man halt so völlig maßlos kritisiert, und dann zwingt man ja sogar jemand wie mich, der einen durchaus gemischten Blick auf das Regierungshandeln hat, plötzlich Scholz über den grünen Klee zu loben, wobei ich einige Punkte hätte, wo er besser kommunizieren müsste, wo er in meinen Augen besser entscheiden müsste, nämlich zum Beispiel endlich auch Panzer an die Ukraine zu liefern, dass dieser Krieg schneller zu Ende geht und so weiter. Ja. Aber wenn man halt so wirklich völlig maßlos agiert, also, dann wird immer stimmig. Also, Herr Wittloff. Völlig maßlos weise ich absolut zurück, Herr Hofreiter. Wenn man Fakten schildert, dann ist das nicht Maßlosigkeit, sondern wir versuchen zu analysieren, wie die Situation ist, welche Ursachen... Und der Kanzler nimmt das Wort Inflation noch nicht mal in den Mund. Welche Ursachen es hat. Und heute, die Bundesbank hat gemeldet, im nächsten Jahr Inflationsrate zweistellig. Ich bin jetzt fast 70 Jahre alt. Ja? Ich habe eine zweistellige Inflationsrate nie erlebt in meinem Leben. Und ich muss sagen, hätte man das vor 20 oder 25 Jahren kommuniziert, es wäre ein Aufstand durch die Republik gegangen. Ja, aber das ist die tiefste Rezession. Es gibt eine Korrelation zwischen Inflationsraten und Arbeitslosigkeit. Das ist die tiefste Rezession, die Deutschland je erlebt hat. Einfach drüber und wir diskutieren und sagen, gleich weiter. Wir diskutieren gleich weiter über die Frage, wird die Regierung diese Krise schaffen oder wird die Krise diese Regierung schaffen? Gleich nach einer ganz kurzen Pause zurück hier in unserer Diskussion bei Bild. Die richtigen Fragen. Millionen Deutsche in Existenzangst und die Frage, was ist die Lösung im Moment für all die, die ihre Gasabschläge, ihre Stromabschläge nicht mehr zahlen können? Da sagt Oskar Lafontaine, einer unserer Gäste heute Abend, wir müssen sofort verhandeln mit Russland, wir müssen sofort verhandeln mit Putin, das ist der entscheidende Weg. Dann spielen wir das mal durch, Herr Mittelhoff. Würden Sie in der aktuellen Situation, Berichterstattung über Massengräber, über immer neue Angriffe, würden Sie Wladimir Putin jetzt die Hand geben? Bei Verhandlungen geht es ja erstmal nicht um Handgehen. Ja, ist ja auch die Frage, wer verhandelt mit wem. Ich glaube, zuständig für die Lieferung von Gas, Zuteilung von Gas an ausländische Abnehmer ist nicht Herr Putin selber, sondern es ist irgendeine Organisation. Ja? Was wir konstruieren ist, dass das, was wir dort abnehmen, bezahlen wir mit Geld und dieses Geld fließt einem Staat zu, der völkerrechtswidrig ein Land überfallen hat. Finanzieren damit mit den Kriegen. Finanzieren damit. So, also Ethik, Moral, Verständnis aus westlicher Sicht stehen gegenüber Not. Mhm. Ja? Und ich kann nicht sagen,
wie das aufzulösen ist und wäre. Ich kann nur annehmen, wäre ich ein Minister in Kabinettsverantwortung, dann glaube ich, wäre ich in letzter Sekunde gezwungen, das hört Herr Hofreiter jetzt nicht gerne, meinen Amtseid erinnernd, dass ich alles dafür tun muss, dass hier kein Schaden entsteht. Also Butter bei die Fische, Sie würden verhandeln, Sie würden fliegen nach Moskau. Ja, aber nicht mit Herrn Putin, weil das wird ja über Terminologie schon immer kaputt gemacht. Ja? Also da würde es doch notwendig sein, genauso wie es nach dem Zweiten Weltkrieg war, dass dann erstmal über Otto Wolf von Amerum, Stahl ja. gegen Dings und so weiter, wurden Geschäfte entwickelt. Herr Lafontaine, also nicht der Kanzler, nicht der Außenminister, nicht der Wirtschaftsminister soll dann direkt verhandeln und auch nicht direkt mit Herrn Putin, sagt Thomas Middelhoff, Spitzenmanager 1. Wie wäre es mit Herrn Schröder? Wäre der dann aus Ihrer Sicht der Richtige, dort diesen Weg einzuschlagen? Ja, das ist schon so, dass Putin ja nicht die Verhandlungen führt über Gaslieferungen. Allerdings muss man sich Klarheit darüber verschaffen, er wird die letzte Entscheidung treffen. Und bei der letzten Entscheidung wird es politische Gespräche geben müssen. Aber ich bin der Meinung, wer einen besseren Weg weiß, wie man die Gaspreise runterkriegt, die Strompreise runterkriegt und so weiter, der soll es denn sagen. Und es ist ja bekannt, dass ich nicht in politischen Fragen mit Herrn Schröder übereinstimme und insbesondere in sozialen und wirtschaftspolitischen Fragen. Ja, das ist bekannt geworden. Dass man eben ihm vorwirft, dass er eben gute Verbindungen nach Russland hat, dies halte ich nicht für sehr gescheit. Ich bin der Auffassung, wir brauchen immer wieder Leute, die auch Gesprächskanäle haben. Das hatten wir im Übrigen immer zu allen Leuten, auch solche, die wir überhaupt nicht gemocht haben, die also moralisch zu verurteilen sind. Ich will also noch einen dann draufsetzen. Wir dürfen ja auch nicht mit beiden verhandeln. Er ist verantwortlich für die Drohnenmorde. Tausende werden rechtswidrig ermordet. Also warum reden wir mit dem, wenn er also Tausende rechtswidrig ermordet werden? Darüber redet dann keiner. Wir haben eine doppelte Moral, die uns also praktisch in eine Sackgasse geführt hat. Ja, das machen Sie seit langer Zeit, setzen immer wieder Russland mit den USA gleich, nennen die USA und auch den Präsidenten einen Kriegsverbrecher. Bleiben wir bitte bei der Frage nach Gerhard Schröder, Herr Lafontaine. Also das heißt, er war ja mehrfach in Moskau, war jetzt mehrfach wieder bei Putin. Er könnte der lösende Anker sein aus Ihrer Sicht. Sie würden ihn jetzt schicken als Unterhändler, als Verhandler? Nein, die Initiative muss doch von der Bundesregierung ausgehen. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass es günstig ist, wenn man Leute hat, die eben Kontakte zu anderen Personen haben, die also allgemein geächtet werden oder so. Es gab immer die Geheimdiplomatie, wenn es sehr schwierig wurde. Und da sollte man auf die Gesprächskanäle zurückgreifen, die man hat. Und insofern ist das für mich eine pure Selbstverständlichkeit. Es kann doch nicht sein, dass man dem, sage ich mal, moralisch einwandfreien Herrn Erdogan es überlässt, etwa sicherzustellen, dass Getreide mal wieder geliefert wird in Länder, die dringend Getreide brauchen, weil Hungersnot herrscht. Es sollte jetzt endlich mal die deutsche Politik wieder zur Vernunft zurückkehren und wissen, man kann keine feministische Außenpolitik machen, man muss Politik für die Menschen in Deutschland machen. Und da muss man eben einfach einen Weg finden, dass Energiepreise wieder bezahlbar werden. So einfach ist das. Wer das nicht kann, sollte den Hut nehmen und sollte lieber ein anderes Hobby pflegen als regieren. Dann sollten Sie den Hut nehmen, dann sollte Herr Habeck den Hut nehmen, Frau Baerbock, sagt Herr Lafontaine. Das einzige Vernünftige, was er gesagt hat, war, dass am Ende Putin das entscheidet. Alles andere, was ich da jetzt gehört habe, war, wenn man es ganz freundlich ausdrücken will, naiv. Und dann wird aber irgendwelche Geschichten erzählt, dass wir ein Erdgasembargo hätten. Ich wäre da dafür, nämlich dann würden wir die Handelnden werden. Aber das haben wir gar nicht. Und ich weiß nicht, ob es allen anderen entgangen ist, aber Scholz hat erst vor kurzem mit Putin geredet. Telefoniert, 90 Minuten, genau, haben wir mitbekommen. Ganz genau. Und das hat halt auch nichts gelöst. Nur Herr Lafontaine sagt, wir müssen über Gas verhandeln. Das hat Scholz natürlich in dem Telefonat. Über Gas reden, nicht über Dönen. Was bekannt geworden ist, nicht getan. Aber bringen wir einen zweiten Mann ins Spiel. Wir haben gerade über Gerhard Schröder gesprochen. Oskar Lafontaine wollte nicht ganz offen sagen, das wäre jetzt der richtige Mann, ihn nach Moskau zu schicken, hat ihn aber zwischen den Zeilen da doch ein bisschen gelobt, wenn ich richtig zugehört habe. Was wäre mit Joschka Fischer? Das ist halt alles eine absurde Vorstellung, dass die Dinge nicht miteinander verknüpft werden. Nämlich vorher hieß es sozusagen, in 70 Jahren hat man noch keine zweistellige Inflation erlebt. Naja,
Aber seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir halt auch nicht annähernd so einen Krieg erlebt. Ja. Es gab den Zusammenbruch Jugoslawiens, Völkermorde und schrecklichen Bürgerkrieg. Aber das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Ich glaube, man muss halt auch irgendwann mal lernen zu akzeptieren, dass wir einen schrecklichen Krieg mitten in Europa haben und dass Russland auch schon länger einen hybriden Krieg gegen unsere Demokratie... Ja, wir sehen ja jeden Tag die Bilder, das genau. haben wir verstanden. Ja, tatsächlich. Aber dann braucht man nicht so tun, sozusagen, als wenn das keine Relevanz hätte. Und deswegen habe ich den Namen Joschka Fischer. Doch, und keine Folgen hätte. Und deswegen hat eine große Relevanz. Und deswegen müssen wir damit umgehen. Ja. Das ist das, was wir tun. Ja, auch Joschka Fischer nochmal, ja, weil der Eindruck bei vielen auch dort auf der Straße ist, nach dem, was unsere Reporter dort berichten, wir haben da einen Fachkräftemangel. Die Inkompetenzzuweisung ist gerade sehr hoch, das haben die aktuellen Umfragen. Und vor allem, wir haben Fachkräfte, die wir sozusagen hätten, die haben wir ins Abstellfach gestellt und haben sie auch nicht gut behandelt in den letzten Monaten. Deshalb ist das Thema... Wir reden über Politiker hier, ne? Über Politiker, über Fachkräfte. Spitzenpolitiker. Wer ist da ins Abseits gestellt worden? Ins Abseits gestellt worden von der eigenen Partei ist zum Teil auf schäbige Weise Gerhard Schröder geworden. Das ist überhaupt keine Frage. Er hat sich auch selber ins Abseits geschossen. Ja, natürlich hat er sich auch selber reingeschossen, aber man okay, hat das auch ist eine ganze Menge dazu getan. Wer wäre und das denn ist jetzt dumm ein Gesicht? Gewesen, haben wir so Gesichter, die durch Ihrer Meinung nach durch die Krise führen könnten? Ja, durch die Krise führen muss die amtierende Regierung. Das ist zunächst mal die Regierungsverantwortung. Wenn sie sich eines Hilfsmittels und Hilfspersonals bedienen könnte und würde, dann würden in der Tat dafür Gerhard Schröder da sein und würde auch Joschka Fischer dastehen. Aber haben wir gerade nur nicht die Gesichter oder werden die gerade in dieser Krise, also wird ein Habeck, wird ein Scholz, wird eine Frau Baerbock gerade zu diesen charismatischen Figuren, als die wir später Genscher wahrgenommen haben und Brandt wahrgenommen haben und Helmut Schmidt wahrgenommen haben? Ja, ich weiß nicht, welche Zeitachse wir uns da vorstellen, in der dann diese charismatischen Figuren entstehen sollen. Das im Augenblick übersteigt ist meine Fantasie, was das Charisma der beiden Personen angeht. Aber ich möchte einen Punkt noch hinzufügen, der mir wichtig erscheint, Herr Hofreiter, weil Sie alles immer so ganz schnell abtun. Das ist ja beinahe schon belustigend, wie Sie das tun. Schnell ab. Als gäbe es keinen Grund zur Kritik. Herr Habeck sagt selber, die Komplexität des Themas übersteigt momentan seine Kapazitäten und seine Fähigkeiten. Das ehrt ihn, dass er das sagt. Aber dann muss man doch etwas dagegen tun. Sie können doch auch nicht von der Hand weisen, dass wir eine Koalition haben, die maßlos zerstritten ist und in dieser Frage, wo es wirklich um Gas geben beim Gas geht, ständig auf der Bremse steht, FDP gegen Grüne. Und letzter Punkt, Herr Hofreiter, Ihre Partei hat dem guten Herrn Habeck, der uns ja partiell schon leid tun kann, immer wieder Knüppel zwischen die Beine geworfen beim Thema Atomkraftwerke. Das hat die Fraktion gemacht, das hat die Basis gemacht. Ihr seid immer noch dogmatisch. Sie sind beim Thema Waffen, sind Sie plötzlich über Ihren Schatten gesprungen. Wunderbar, Chapeau. Aber das andere, da haben Sie doch Herrn Habeck im Grunde im Regen stehen lassen. Also ich muss sagen, das ist einfach wirklich angesichts der Problematik, vor der wir stehen. An den Haaren herbeigezogen. Und angesichts dessen, was ich vorher gesagt habe, dass wir eine ganze Reihe von Problemen noch nicht gelöst haben. Und dann erzählen Sie hier so Geschichten, man das ist keine geht Geschichte, einfach, das sind Fakten. Nein, eben genau nicht. Man geht einfach drüber hinweg. Ich habe es gerade. Er hat gerade gesagt, ich gehe dann einfach sagt so drüber hinweg. Das tue ich eben genau nicht. Ich habe gerade gesagt, dass eine ganze Reihe von Dingen noch nicht gelöst sind. Und ich kann es auch ein drittes Mal sagen. Zum Beispiel. Das habe ich schon zur Kenntnis genommen. Ja, nee. Sie haben gerade vorher gesagt, man geht einfach so drüber weg. Und das ist das, was ich meinte. Man nimmt angesichts der Schwierigkeit der Probleme, angesichts der irren Komplexität, angesichts dessen, dass wir mehrere Krisen parallel haben. Wir haben zum Beispiel das Problem mit den Kohlekraftwerken im Sommer gehabt, dass die Schiffe auf dem Rhein nicht mehr fahren konnten klar. wegen der Klimakrise. Ja, und dann sagen Sie, man geht dafür sind Sie so in die Verantwortung natürlich gegangen, auch die grünen Minister, deswegen, um genau diese Probleme zu lösen. Jetzt deswegen, kann man nicht sagen, ist alles zu schwierig. Nein, sagt man auch nicht. Aber dann so zu tun, als wenn die Regierung sozusagen einfach gar nichts gemacht hätte, gar keinen Plan hätte, so wie ich es hier gehört habe, nachdem wir, ich kann es nochmal wiederholen, Flüssiggasterminals,
Kohlekraftwerke. Haben wir verstanden. Es geht mir nicht darum, Sie haben zu ja sagen, haben wir zu verstanden, sondern ich finde, man muss das halt ernst nehmen und dann nicht nach dem, was erläutert hat, sagen, nee, die Regierung hat gar keinen Plan. Ich finde das eine sehr ernsthafte Diskussion. Man sollte sozusagen darauf reagieren, moralisch nicht genug getan. Komponente. Oder da gibt es noch eine Lücke. Die moralische, aber das ist halt auch spezifisch zu benennen. Herr Lafontaine, die moralische Komponente in der Politik, die Moral in der Regierung, ist die so weit in den Vordergrund geraten, dass wir den ganzen Pragmatismus im Moment nicht mehr sehen, zu wenig sehen? Ja, das ist sie, aber sie ist ja eben auch grenzenlos verlogen. Also Sie haben vorhin Joschka Fischer angesprochen, der hat eine Zusammenarbeit mit Madeleine Albright gehabt, der verstorbenen US-Außenministerin. Diese Frau hat den Tod von 500.000 Kindern im Irak durch Sanktionen gerechtfertigt. Warum nicht ein Riesengeschrei von Herrn Hofreiter, dass man mit einer solchen Frau zusammenarbeiten kann, dass man damit diesen Tod von den Kindern ja auch noch rechtfertigt? Ich bin also einfach erschüttert über diese ungeheure doppelte Moral, die da ist. Wenn man also Verbrechen verurteilt, dann muss man sie überall verurteilen. Bei Putin ja, aber nicht nur bei Putin, auch bei den anderen Kameraden, die ich genannt habe, die alle für völkerrechtswidrige Kriege und für Morde und so weiter verantwortlich sind. Ich habe es verstanden, dass auch Sie den Kriegsverbrecher Putin, dass Sie kein Fan von diesem Kriegsverbrecher Putin sind, wie Sie es sagen, Herr Lafontaine. Trotzdem die Frage, wenn Sie verhandeln wollen... Nein, ich bin ein Fan von Gorbatschow. Dann müssen Sie, ja, der ja leider verstorben ist vor einigen Wochen. Von unseren Leuten war da, das sagt etwas aus über die Moral der deutschen Politik. Herr Lafontaine, jetzt müssten Sie aber in solchen Verhandlungen Herrn Putin oder seinen Leuten natürlich was anbieten. Welches Zugeständnis würden Sie machen? Für das Angebot, Gas abzunehmen von Ihnen, das ist ja ein Angebot für Sie, denn Sie wollen natürlich nicht da sitzen und Ihre Verbindungen zu Europa, was die Rohstofflieferungen angeht, eben auf Dauer nicht mehr haben. Auch die Russen sind angewiesen auf diese Lieferungen und deswegen gilt eben der Satz, dass Handel auch zum Frieden und zur Verständigung beiträgt. Wer etwas anderes erzählt, hat die Geschichte der letzten Jahrzehnte nicht studiert. Herr Middelhoff, was könnte man trotz Moral, trotz Unterstützung für die Ukraine, gibt es irgendetwas, was man anbieten könnte in solchen Verhandlungen? Weil das setzt es ja voraus, dass man überhaupt in diese Verhandlungen geht, dass man irgendwas auf den Tisch legen kann. Also ich habe mich heute schon relativ weit vorgewagt, das ausgesprochen, was manche denken, aber nicht auszusprechen wagen wegen der öffentlichen Meinung. Das nach meinem Dafürhalten, ich bin Manager, ich denke in Geldeinheiten. Aber ich wollte auf die Frustration von Herrn Hofreiter eingehen. Das Problem, Das Problem, das ich hier sehe, ist, wir konzentrieren alles auf Energie und Ukraine. Tatsache an Problemen, an Problemursache, das ist auch zu kurz gesprungen. Wir haben grundsätzliche Verschiebungen im globalen Wirtschaften. Ja, das Pendel schwingt gerade zurück. Wir haben Probleme in unserer gesamten logistischen Wertschöpfungskette. Und der Exportweltmeister, der Deutschland mal war, ja, der navigiert jetzt zwischen Blöcken USA und China, ja, und wird momentan gerade richtig zerquetscht. Das will keiner sehen. Ja. Und wir haben nicht mehr die Infrastruktur, die so viel besser ist als in anderen Ländern, wie es vor 20 Jahren war. Also. Das ist die Problemschichtung. Und dafür brauchst du eine genaue Analyse. Und das ist, was ich eingangs gesagt habe, wir brauchen einen Masterplan für dieses Land. Und, damit haben Sie gerade genau meine Kritik bestätigt. Keiner, man konzentriert sich überhaupt nicht darauf, das stimmt halt nicht. Man hat zum Beispiel die Probleme, die wir durch die Lieferketten mit China haben, ganz massiv im Blick. Da hat man noch nicht überall die Lösungen. Wir haben zum Beispiel die Probleme mit den seltenen Erden, die sehr subventioniert werden in China. Mhm. Aber dass das keiner im Blick hat, das ist halt einfach falsch. Und auch da gilt es, nachdem man 16 Jahre das Land in immer tiefere Abhängigkeit von China geführt hat, kann man das nicht in 9 Monaten umkehren. Das geht halt nicht. Und deshalb, das ist das, was mich stört, dass man sozusagen... Abhängigkeit von China? Wissen Sie, wie viele Arbeitsplätze in der Automobilindustrie selbstverständlich für China produzieren? Ja, ganz Hofreiter, wenn sich da ein bisschen nur noch mehr ändert, da haben Sie Massenarbeitslosigkeit hier. Wenn wir all das hören, Herr Gottlieb, wo stehen wir in einigen Monaten, in einigen Jahren hier in Deutschland?
Ja gut, das hängt massiv natürlich von der Zukunft unserer Energieausstattung ab. Das ist der entscheidende Punkt, über den wir heute Abend diskutiert haben. Ich sehe aber ein weiteres. Aber wo sehen Sie persönlich, wir haben ja im Moment eine Richtung, anhand der wir die Politik messen können, anhand der wir ein bisschen in die Zukunft blicken können. Also, wo landen wir gerade? Sie meinen jetzt in der Regierung oder nee, meinen Sie als Deutschland Land? Gerade, als Land. Ja, wo wir als Deutschland landen, das ist im Augenblick ganz, ganz schwer einzuschätzen. Das müssen wir natürlich abhängig machen von der Energiesituation. Und im Augenblick sieht es dramatisch aus, sage ich mal, mit Blick auch auf die Unternehmer im Lande, absolut dramatisch. Da haben wir nur einen ganz begrenzten Einblick und da haben wir auch ein Riesenproblem, weil wir zwei Regierungschefs hatten, die zusammen über 30 Jahre regiert hatten, nämlich Frau Merkel und Herrn Kohl. Beide haben kein Interesse an der Wirtschaft gehabt. Das muss man so sehen. Die haben, der eine war Historiker, die andere war Physikerin. Sie hatten kein Interesse an der Wirtschaft. Und ich sage jetzt noch mal was, auch die Medien haben natürlich insgesamt zu wenig Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen. Und das tut natürlich einem Land und Ihre Frage, wohin führt es denn, natürlich alles andere als gut. Und genau das vertiefen Sie und damit rechnen Sie ab, auch in Ihrem neuen Buch. So nicht heißt das, tatsächlich eine Abrechnung mit der Bundesregierung, bei dem ich mich nur gefragt habe, warum das, wenn Sie so lange im Journalismus waren, so lange Chefredakteur waren, erst jetzt kommt. Ganz kurze Antwort, warum? Weil ich jetzt die Muse hatte, mit genügend Leuten zu reden. Jetzt können Sie die Menschen der Politik streng auf die Finger schauen. Oskar Lafontaine, wo landet das Land, war die Frage wirtschaftlich. Wir sehen anderswo einen Rechtsruck, beispielsweise in Italien aktuell. Ist das auch unsere Zukunft hier in den nächsten Monaten, Jahren? Wenn das so weitergeht, ist das eine große Gefahr. Das lehrt uns die Geschichte. Wenn Massenverarmung eintritt, Massenarbeitslosigkeit eintritt, wenn das Vertrauen in die Regierung sinkt, dann wird die Rechte stark. Insofern geht es also erstens einmal um die armen Leute, denen wir helfen müssen. Zweitens um den Wirtschaftsstandort, den wir retten müssen. Ein Industriestaat, und Deutschland ist einer der wichtigsten Industriestaaten der Welt, braucht preiswerte Energie und preiswerte Rohstoffe. Aber drittens geht es auch um die politische Stabilität. Die jetzige Politik der Ampel führt zum Erstarken der Rechten. Das werden wir in den nächsten Monaten sehen. Das wird alles andere wird Ihr Bestreben sein, nicht das, Herr Hofreiter. Werden Sie dieses Problem in den nächsten Wochen und Monaten lösen? Werden Sie diese Krise schaffen? Probleme wird man lösen, denn man darf nicht vergessen, wir haben sehr viel billige Energie in unserem Land und die müssen wir jetzt schnell ausbauen. Das Photovoltaik produziert Ihnen den Strom für 2 Cent. Windkraft für 4 bis 5 Cent und das muss man jetzt schnell heben, nämlich beim Strom produzieren gerade sehr viele, sehr viel günstige Energie. Wir müssen dazu die Marktmechanismen ändern, nicht die Leute können das nicht mehr zahlen und es kann nicht sein, dass ein Unternehmen, dessen Strom für 3 Cent produziert, ihn für 70 Cent verkaufen kann und gigantische Überschüsse dadurch erzielt. Verspricht Anton Hofreiter hier heute nochmal bei Bild bei den richtigen Fragen. Danke für eine lebhafte Diskussion an Sigmund Gottlieb, an Anton Hofreiter, an Thomas Mittelhoff und bei sich zu Hause an Oskar Lafontaine. Danke Ihnen, wir sind zurück am nächsten Montag, 22.15 Uhr.